Hallo Zondegwit, wir sind heute in der Raiffeisen Landesbank in Raber bei Graz und uns gegenüber steht der Generaldirektor der Steirischen Landesraiffeisenbank, Herr Magister Martin Schaller. Wie ist für Sie das jetzige Jahr sozusagen gestartet und was sind die Ziele für 2019? Gut, das Jahr ist ja noch sehr jung. Wir haben aber einen sehr guten Start in dieses neue Jahr hingelegt. Das ist anschließend an das alte Jahr 2018 natürlich gar nicht so einfach, weil das Jahr 2018 war ja konjunkturell ein absolutes Spitzenjahr, war damit auch ein Spitzenjahr, was die Kreditnachfrage betroffen hat. Wir konnten im abgelaufenen Jahr bis an die 8% Kreditwachstum für unsere Kunden verzeichnen. Wir sehen derzeit die Stimmung nach wie vor auf sehr gutem Niveau. Das heißt, wir gehen davon aus, dass sich die Situation nicht sehr stark ändern wird. Allerdings sagen uns die Wirtschaftsforscher, dass das Konjunkturwachstum, das Wirtschaftswachstum von dem sehr, sehr hohen Niveau von um die 3% sich abschwächen könnte im Jahr 2019, aber ich bin der Meinung, dass eine leichte Abschwächung von, sagen wir mal, 3% Wirtschaftswachstum auf um die 2% nach wie vor ein langfristig sehr nachhaltiges ist. Das heißt, wir gehen auch davon aus, dass wir im Jahr 2019 unsere Kunden weiterhin mit Krediten auch dementsprechend versorgen können, wenn auch nicht auf demselben Niveau wie 2018. Also insgesamt war somit 2018 für Sie ein gutes Jahr? Ja, 2018 war, glaube ich, für die gesamte österreichische Wirtschaft, für die gesamte österreichische Bevölkerung ein sehr gutes Jahr, weil die Wirtschaft doch sich sehr stark entwickelt hat und sich das auch auf die Nachfrage sowohl im privaten Bereich als auch im Unternehmerbereich sehr gut ausgewirkt hat. Jetzt ist nächste Woche die Häuselbauermesse und andererseits gibt es ja in der Steiermark auch einen Wohnbauboom. Wie sehr spielt das für die Raiffeisenbank eine Rolle? Sie haben das ja durchaus erwähnt beim Thema Kreditvergaben. Also wir sind sicherlich auch hier Marktführer. Wir sind hier Marktführer bei den sogenannten Häuselbauerkrediten. Wir sind auch Marktführer bei den geförderten Krediten. Wir sehen gerade in den gewissen Regionen rund um Graz, dass hier die Nachfrage weiterhin eine sehr, sehr starke ist. Da muss man natürlich zwischen den einzelnen Regionen unterscheiden. Gerade in der Steiermark gibt es Zonen, wo die Bevölkerung tendenziell abwandert, aber es gibt Regionen, wo ein sehr starker Bevölkerungszustrom nach wie vor zu verzeichnen ist. Dazu zählt vor allem der Großraum Graz. Daher glauben wir auch, dass die Nachfrage hier weiter anhalten wird. Wenn auch, und da gilt dasselbe, was ich vorhin über die Konjunktur auch gesagt habe, wenn auch sich natürlich hier eine leichte Abschwächung auch abzeichnen könnte. Sie haben vorher in der Präsentation auch erwähnt, dass das Thema Bankomatgebühren eventuell auch in diesem Jahr wieder einmal sozusagen die Wogen hochgehen lassen könnte. Inwiefern wird das Thema von Ihnen verfolgt und was sind Ihre Hauptziele diesbezüglich? Also ich werde auch in der Öffentlichkeit das Thema nicht weiter ansprechen. Das, was ich zu diesem Thema sagen kann, ist, dass Raiffeisen-Kunden an Raiffeisen-Bankomaten sicherlich in der Zukunft auch keine Bankomatgebühren werden zahlen müssen. Dazu noch eine Frage. Wir haben letztes Jahr zufälligerweise am 12.08.2018 in Wien als auch in der Steiermark festgestellt, dass es Ausfälle von Bankomaten gab, teilweise in gewissen Regionen. Wie oft passiert das und inwiefern kann man hier sozusagen durch digitale Systeme wie Smartphones etc. gegenwirken? Also das passiert bei uns, bei Raiffeisen Steiermark, äußerst selten. Mir wäre auch nicht bewusst, dass es bei uns bei Raiffeisen Steiermark im Jahr 2018 Ausfälle gegeben hat, weil wir hier, was die
IT und was die IT-Sicherheit betrifft, auf dem wirklich höchsten Stand, höchsten Level der Technik arbeiten. Natürlich sag niemals nie, man ist nicht gefeit vor unerwarteten Entwicklungen, aber man kann sich bestmöglich darauf vorbereiten und das tun wir. Und abschließend, was haben Sie für 2019 noch vor? Wir haben sehr viel vor. Wir haben sehr viel vor mit unseren Kunden, wir haben sehr viel vor für unsere Kunden. Wir werden auch wiederum bestimmte Schwerpunkte im Jahr 2019 setzen. Wir stellen das Jahr 2019 auch unter das Motto Generationen, Jahr der Generationen. Da gibt es dann auch mehrere Schwerpunkte, wo wir uns auch speziell bei den Kunden beraten werden. Auf der einen Seite ist das Nachfolgethemen bei unseren Firmenkunden ein Thema, das sehr viele unter die Nägel brennt und wo wir hier auch unterstützend wirken wollen. Natürlich gibt es den gesamten Bereich der Startups, wo wir unsere Beiträge leisten können, und wir werden verstärkt bei unseren Privatkunden und auch bei unseren Firmenkunden auf die Beratungskompetenz vor Ort Wert legen. Danke fürs Gespräch und ich wünsche viel Glück fürs kommende Jahr. Vielen Dank. Ihnen auch. Alles Gute. Danke. Danke. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.